Das Dorf Gorskus Lewowo. Der Name verdankt der Ort seinen vorwiegend aus Pflaumenbäumen bestehenden Obstwäldern. Die Entstehung des Dorfes geht auf die ferne Vergangenheit zurück. Von der Zeit, als hier die römischen und die byzantischen Legionen weilten, zeugt die Festung Slavovsko-Kale. Es sind auch andere archäologische Funde entdeckt worden. Gedenksteine, Keramik, Mörtel, römische Münzen von Kaiser Konstantin dem Großen, von Alexander und Augustus Caesar. Die Sagen erzählen, dass diese Festung im Mittelalter von den bulgarischen Königen und Bojaren benutzt worden ist, als sie hierher auf die Jagd gekommen sind. Nach dem Archäologen Polychroni Zilku hat eine Straße zu den bekannten römischen Festung Nikopolis ad Istrum an dieser Festung vorbeigeführt. Im Mittelalter war Gorskus Lewowo ein Zentrum der Falkenjagd. Den Falkenjägern wurde Timar, Land auf Lebenszeit, zur Verfügung gestellt, die sie besiedeln durften. Als Gegenleistung sollten sie die Falkennester pflegen, die Jungen umsorgen und sie für den Sultan abrichten. Im Dorf sind 50 Falkenabrichter namentlich gezählt worden. Diese Angaben beziehen sich auf das Jahr 14.040, als die ersten türkischen Register gemacht wurden. Auch an der heutigen Zeit zieht der Ort Ansiedler aus fernen Ländern an. Kola mi se kola, prekola ta pripka, čifrigan, čifrigan, karadnička din din.